Die wollen alle nur Hartz IV abkassieren. Oder die nehmen uns die Jobs weg. Zwei Vorurteile von Flüchtlingsgegnern, zwei Gegensätze. Am wahrscheinlichsten ist es aber, dass viele Flüchtlinge arbeitslos werden, weil die Hürden zu hoch sind. Bürokratisch und sprachlich. Warum arbeiten die denn eigentlich nicht? Weil es kompliziert ist. Richtig kompliziert. Flüchtlinge dürfen nämlich erst dann arbeiten, wenn ihnen Asyl gewährt wurde. Doch das dauert. In der Praxis durchschnittlich 6 Monate. So lang braucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, um einen Antrag zu bearbeiten, sagt das Amt selbst. In dieser Zeit zahlt der Staat, obwohl manche Flüchtlinge vielleicht sogar schon für sich selbst sorgen könnten. Wer noch kein Asyl bekommen hat, darf die ersten 3 Monate überhaupt nicht arbeiten. Danach nur mit einer Arbeitserlaubnis vom Ausländeramt. Um als Asylbewerber Arbeit zu finden, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Sie finden selbst einen Job, den dürfen Sie aber nur antreten, wenn sich kein geeigneter Deutscher oder EU-Bürger dafür findet. Dafür sorgt die Vorrangprüfung. Sie gilt für Asylbewerber die ersten 15 Monate in Deutschland. Mit dem neuen Integrationsgesetz der Bundesregierung soll diese Prüfung wohl ausgesetzt werden. Das würde es den geflüchteten Menschen leichter machen. Oder Sie können sich auf einen Job auf der sogenannten Positivliste bewerben. Denn Fachkräfte für handwerkliche Berufe, IT-Jobs oder in der Alten- und Krankenpflege werden dringend gesucht. Dafür bekommen Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis, wenn sie nachweisen können, dass sie für den Job geeignet sind. Aber das ist in der Praxis äußerst schwierig. Zum Beispiel, weil entsprechende Zeugnisse fehlen oder sie zumindest nach unseren deutschen formalen Maßstäben zu schlecht ausgebildet sind. Dazu kommt, dass nur wenige Flüchtlinge so gut Deutsch sprechen, dass sie problemlos in deutschen Firmen arbeiten können. Bis Ende 2017 werden deshalb voraussichtlich 250.000 Flüchtlinge arbeitslos sein, sagt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Also, für Flüchtlinge ist es kompliziert, sehr sogar.